Auf diese Blondine dürften viele Männer und Frauen auf der ganzen Welt neidisch sein. Alex Hirschi war eigentlich australische Radiomoderatorin, als sie vor 3 Jahren bei einem Event in Dubai die Einladung erhielt, einen schicken Sportwagen zu testen. Als sie dann später Videos von ihren Fahrten in Supercars im Internet teilte, explodierten ihre Accounts. Heute ist Supercar Blondie einer der erfolgreichsten Internetstars der Welt. Sie ist bekannt für ihre Videos über die exklusivsten und teuersten Autos der Welt. 8,4 Millionen Follower auf Instagram, 5,53 Millionen Abonnenten auf YouTube, 3,5 Millionen Follower auf TikTok und über 35,585 Millionen Fans auf Facebook. Sie hat damit eine größere Reichweite als so mancher Fernsehsender. Bild traf die Frau, die den Traum aller Männer und Frauen weltweit lebt, und sprach mit ihr über Wiedergabe, den Beginn ihrer Karriere. Ich habe immer davon geträumt, ein luxuriösen Sportauto zu besitzen. Mit 12 habe ich Autofahren bei uns auf dem Gelände auf einem Hof in Australien gelernt. Damals habe ich als Radiomoderatorin dann die Möglichkeit bekommen, einen Bentley zu testen und habe das ins Internet gesetzt. Damals hatte ich 300 Follower. Worauf es für Sie bei einem Auto ankommt. Mich interessiert nicht, wie viele Sekunden ein Auto braucht, um von 0 auf 100 zu kommen oder anderen Daten. Ich schaue danach, was das coolste Gadget am Auto ist. Und es ist nicht der Motor, sondern der Spiegel oder ein Knopf. Es geht um Coolness. Wiedergabe Ihren privaten Fuhrpark. Mein erstes Auto war ein Mitsubishi Lancer, der ist in meiner Familie durchgereicht worden. In meiner Garage stehen jetzt ein McLaren 720S, ein Rolls-Royce Black Badge, ein BMW X6 M50i, ein Suzuki Jimny und als nächstes Auto hole ich mir einen Mercedes G-Klasse. Elon Musk. Er ist ein spannender Außenseiter. Ich bin sehr beeindruckt, wie er seine Vision durchdrückt. Meinen ersten Strafzettel habe ich in einem Tesla im vergangenen Jahr bekommen, weil du nicht fühlst, wie schnell du bist. Wiedergabe das Auto der Zukunft. Ich hoffe, dass das Thema Design bei Elektroautos in Zukunft mehr Beachtung findet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Lust hat, in einem Raumschiff zu fahren. Deutschland und deutsche Autos. Das Gute an deutschen Autos ist ihre Verlässlichkeit, du weißt, dass du damit die nächsten 15 Jahre durchkommst. Ich selbst spreche tatsächlich ein bisschen Deutsch, weil ich 2003 in der Schweiz gelebt habe und dort meinen heutigen Ehemann Nick kennengelernt habe. Ich esse, sobald ich in Deutschland bin, total gern Brat oder Currywurst. Deutschland ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Die teuersten Autos, die sie jemals gefahren hat. Einen Bugatti Chiron Pur Sport, 3,5 Millionen, und einen Agera S Koenigsegg, 2,8 Millionen. Wiedergabe Neid. Ich bin kein großer Fan davon, in meiner Heimat Australien diese Sportwagen zu fahren, weil dir da der blanke Neid entgegenspringt. Da mag ich mehr Amerika oder Deutschland, die Respekt für schöne Autos haben. Ihr habt natürlich die besten Straßen.
Just tell me.